Blödes Vieh. Wer hat das Hühnchen gehauen? Ja, ich, weil es mich runtergeschubst hat. Du lässt dich von dem Hühnchen runterschubsen. Ja, Mann. Mano. Gott. Gut. Hallo alle miteinander und willkommen zu einem kleinen neuen Projektchen Minecraft. Wie haben wir das jetzt genannt? Noch gar nicht, den Titel überlegen wir uns. Ah, okay, also doch nicht den Arbeitstitel oder was? Nee, also vier Bitches fand ich dann doch ein bisschen zu doof. Jetzt hab ich wirklich gesagt. Gut, wen haben wir alles dabei? Pro Guardian, alias Andy, Rikudo Gaming, alias Marco, Bubi Kotze, alias, ich hab den Namen vergessen, Mark. Alex. Alex, fuck. Du warst nah dran. Und ich bin ja Melfan. Es klingt wohl so ähnlich. Alias Max. gut, na, welche Richtung machen wir uns jetzt auf? Danaus? Ich hab den Timer vergessen. Ja, schon wieder. Ja. Ist wollen wir das machen wie beim letzten Mal? Einfach in so einen Berg? So eine Hobbit-Bude? Finden. Ja, einfach mal geradeaus irgendwo hin. Irgendeine Richtung. Wasser ist in der Nähe, ist schon mal nicht doof. Wald auch. Das, ja. Hier, Hühner sind auch nicht schlecht. Der Server ist übrigens auf einfach eingestellt, ne? Fällt mir gerade ein. Warum? Weil ich das nicht umgestellt habe. Oh, ist okay. So, ich habe nach den ganzen Jahren komplett vergessen, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Ja, ist nicht schlimm, wir können es auch nicht. Also. Achso, da seid ihr. Ich bin 2 Minuten hier und weiß schon nicht mehr, wo ich langlaufen muss. Du bist Zorro. Ich wusste es. Was? Zorro aus One Piece. Ah. Ich war jetzt tatsächlich gerade beim Zorro, wie er früher im Buche stand. Ja, ich auch. Z wie Zorro, you know? Aha. Nein, er weiß es nicht. Nee, das war vor seiner Zeit. Der Kollege ist älter wie wir alle zusammen, glaube ich. Ja, ein bisschen. Wo seid ihr jetzt auf einmal? Ich stehe im Wald. Oh, gut. Da wollte ich auch gerade hin. Hui. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ajo. Dafür bin ich nicht besoffen genug. Ist jetzt schuld. Das ist eigentlich hier Standard. Das ist eigentlich eine Einstellungsvoraussetzung. Wie hast du das Bewerbungsgespräch überstanden? Wer hat da Scheiße gebaut? Oh, Mensch. Bro, Guardian. Andi, das war dein Ding. Wem gehört denn hier der Server? Ja, aber nur, weil du es wieder nicht hingebracht hast. Ja, ich weiß nicht, woran das gelegen hat, okay? Hm. Ich habe auf 4 eingestellt und 2 kamen drauf. Vielleicht muss ich das irgendwie anders berechnen. Ja, vielleicht musst du auf 8 einstellen. Das ist immer doppelt so viel, weil wir so große Egos haben, sehen wir doppelt. Ja, das kann, ja, doch. Das genau. Ja. Oh Gott, bin ich froh, dass ich keine Voice Activation drin habe. Du hast keine Voice Activation drin. Ja, bin ich froh drum. Wieso? Weil man hier gewisse Dinge nicht hören möchte, die ich so von mir gebe. Dann hast du eine Voice Activation drin. Ach nee, du hast Push and Talk drin. Exakt. Ah. Hier wieso fluchst du die ganze Zeit nebenbei über uns? Hier wird kontrolliert geflucht. Achso, ein kleiner Tourette-Anfall. Ja. Yeah. Nicht schlecht. Kann ja mal passieren. Ich hab mal überlegt, ob ich es nicht irgendwie schaffe, mir Tourette bescheinigen zu lassen. Und dann kann ich bei der Arbeit die ganze Zeit rumfluchen. Keiner kann was dagegen sagen. Ja, yeah, ich hab Tourette, du Frau. Ja. Du böseste Beleidigung, du Frau. Du verbotene Beleidigung jetzt bei Aufnahme Nummer 2. Was? Meine. Das Thema haben wir jetzt durch. Gut. Wie ist so langweilig. Das. Mir geht das gerade ein bisschen auf den Piss, dass ich den Server auf einfach gestellt habe. Am Ende müssen wir gleich nochmal neu starten. Nein! Auf keinen Fall! Es kann auch sein, dass ich den Server einfach neu starten kann und dann einfach auf Mittel halt. Hm. Debuggt da was nicht? Ah, ne, hier sind schon die ersten Viecher. Also so wenig kann das gar nicht sein. Oh, ne. Wer hat hier die Bäume? Ah, ne, hat gar keiner. Die sind noch nicht geladen. Das ist obvious. Was ist das denn hier? Hier hängt Gras in der Luft! Scheiße, alles voll! Aua! Ich brauche ja gerade Cola, aber ich hab's nur gehört. Was hat im Hintergrund? Hat dich einer meiner Freunde heimgesucht? Hat's gut gemacht? Ja! Ich bin da, ich wollte da rein
weil da drin war, da, also ich, da war ein Haufen so Gras, ne? Und ich habe gedacht, ey, da rendert jetzt bestimmt gerade eben der Boden nicht. Scheißdreck, es gab keinen Boden, das Gras hängt in der Luft. Aber vor allen Dingen, nach wie vielen Jahren Minecraft jetzt immer noch so scheiße? Das Wasser ist weg. Ah, nee, das Wasser ist da. Ist einfach nur, sieht einfach nur gut aus. Alter, ich muss ja. Ich, oh, guck mal, da kommt. Nein. Verdammt, da kriegt man sie weg. Ich hab noch einen. Alter, gehst du jetzt mal drauf? Ey, ich muss mich hier mit Holzblöcken gegen Creeper und Spinnen wehren. Ich bitte. Ey, Pat, ich hab dir geholfen, okay? Du hast ja auch schon Stein, genau, du hast ja auch schon Stein. Du hast ja auch schon Stein. Man merkt ja, schon, dass ich schon ein paar Stunden heute gearbeitet habe, ne? Ich arbeite. Ja, soweit man das eben Arbeit nennen kann, was ich da fabriziere momentan. Du bist da und verpestest die Luft, also alles gut. Mach ich wirklich. Gab gestern Chili. Das gab's heute bei mir. Aber lecker. Ja, ordentliches Chili brennt dreimal. Einmal beim Kochen, einmal beim Essen und dann nach dem Kerl mit dem Klärwerk. Dem Kanalarbeiter in den Augen. Ja, das hat mein Arbeitskollege immer mal gebracht, den Spruch. Ich hab mich so kaputt gelacht. So, wie kann ich jetzt hier nochmal craften? Also erstmal musst du ein Schaf opfern und danach eine Jungfrau. Eine Jungfrau. Reihenfolge. Alex, komm mal bitte her. Oh, Hilfe! Ich sterb hier gleich. Du wirst schon verdient haben. Fick dich. So. Übrigens, Ziel des Projektes, jetzt kann ich es ja mal, das haben wir vergessen. Wir wollen einfach nur bis zocken, bis wir dann den Enderdrachen besiegt haben, dann ist Ende und gewonnen hat der am seltensten gestorben ist. Ja, Hilfe! Ich sterbe hier schon gleich das erste Mal. Power up! Ich auch, ich hab nur noch drei Herzen. Oh mein Gott, aggressive Schafe. Wo soll ich jetzt bitte hinkommen? Da gab's doch mal so eine Trash-Horror-Komödie, ne? Irgendwas mit Killerschafen oder so. Gibt ja alles irgendeine Trash-Horror-Komödie. Es gab Angriff der Killer-Tomaten, es gab die Killer-Wale, es gab. Rette die Wale! Ja. Sharknado ist ja eh so das bekannteste überhaupt. Oh Gott, was gab's noch alles an trashigen Monsterfilmen, Alter? Rubber, der Killerreifen. Der was? Der Rubber? Der Killerreifen. Ja, so ein Reifen, Mann, der... genau, der Killerreifen. Das war auch noch so ein Schwachsinn. Da kommt jetzt auch die Fortsetzung, ne? In so ein Bügelbrett oder so. Das läuft auch am Ja, ehrlich, das hab ich auch gesehen. Es gab noch irgendwas mit Porn-Horror-Movie. Da wurde so eine Trolle mit dem Baseballschläger auf so einem Bügelbrett geklopft. Oh je, scheiße. Ja, ich bin tot. Ich war ein Abenteurer. Bitte, stirb doch! Wow. Ich war einst ein Abenteurer und hab da einen Pfeil in den Kopf bekommen. Nee, I used to be an Adventurer. Also ich glaube, man merkt schon, dass wir auf leicht spielen. Es ist nämlich bisher nur ein Creeper aufgetaucht. Ja toll, dafür sind sie alle bei mir. Nett. Das Tolle ist, hier ist alles voll mit Skeletten und ich habe nur noch drei Herzen. Ich bin auch gleich tot. Au, meine Fresse. Ich gehe jetzt hier einfach in Deckung hier unten. Ich habe eine Höhle gefunden. Ja, toll, wo seid ihr? Höhle ist bewohnt. Das frage ich jetzt schon zum vierten Mal. Ja, wir sagen hier, aber das bringt dir ja auch nichts. Richtung Wald gelaufen. Warte mal. Fuck. Nein, wow, geh weg. Nein. Oh, shit. Wann wirst du denn endlich hell hier? Ja, Wald. Wald bin ich jetzt. Toll. Seit wann gibt's denn hier Mini-Zombies in dem Spiel? Schon länger. Alex, nein, die Skelette sind mit reingekommen! Scheiße! Fuck! Ah. Toll. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Nein! Aua. So viel dazu auf leicht, ne? Mhm. Also ich bin jetzt wieder beim Spawn. Welche Richtung sind wir gelaufen? Hier, Richtung Fluss. Oh, ich hab einen Creeper gefunden und ja, noch mehr Skelette mit Pfeil und Bogen. Das ist doch. Ja, auf einmal sind hier ein Arsch voll Skelette, von wegen auf einfach. Du hast es doch gesagt, gespielt. Ja, hab ich ja auch. Eine einfache Hardcore-Schwierigkeitsgrad, so. Oh. Überleben ist halt der Schwierigkeitsgrad, ist der Modus. Ich bin tot. Okay. Oh, ich hab einen Enderman gefunden. Nein, Creeper!
Geh weg, 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 geh weg. Was wird's denn hier hell? Ja, die Musik kommt ja schon, also theoretisch sollte es. Ich höre keine Musik. Ich höre nur Geschrei. Ich hab mich eingebuddelt. Weißt du, so ein Feigling? Ja. Der ist aber schon einmal gestorben, dann ist mir egal. Aua. Ich muss ja so aufpassen, ich werde die ganze Zeit vom Pfeil beschossen. Ich sehe die ständig über meinen Köpfen wegfliegen. Uiuiui. Über meinen Köpfen, ja, ich bin eine Hydra. Oder einfach schizophren, sucht euch raus. Ja. Okay, ich bin jetzt, ich baue mich jetzt auch ein. Ach, du Scheiße. War das nicht schon das zweite Mal, dass du gestorben bist? Das war das zweite Mal. Creeper. Wer ist der Einzige, der jetzt noch nicht gestorben ist? Ich. Siehst du mal, wenn du mitgekommen wärst du auch drauf gegangen. Puh. Das muss man ändern, das muss man ändern. Aber ich buddel mich jetzt hier auch erstmal ein, weil ich habe hier an dem Waldgrundstück eine schöne kleine Höhle gefunden. Aber da war... Ja, ich bin dafür, dass wir gleich da mal die Koordinaten austauschen. Wir sind jetzt ziemlich verstreut. Ja. Zumindest das... Ja, Koordinaten. Es war jetzt gerade ziemlich Chaos, deswegen konnten wir dir auch nicht antworten. Richtig, aber wir waren sehr unter Feuer. Wir sind irgendwie in ein Nest geraten. Okay, das ist schlecht. Das Hornissennest. Ach ja, toll, jetzt wird's hell. Jetzt, wo ich mich gerade einbuddeln will. Ey, lieber später als nie. Ich möchte gerade die Sonne anschreien, ernsthaft. Mach doch. Nee, ich darf ja nicht. Alter! Na doch, darfst du schon. Doch, darfst du. Musst auf deine Vorfall achten. Sollst du nicht, sollst du nicht... Scheiße! Was war das jetzt? Mir ist ein Teller vom Tisch gefallen. Oh Mann! War super. Der ist kaputt gegangen. Oh, oh Mann, ich hab mich so erschreckt. Oh Gott. Ja, genial. Ich habe vor allen Dingen gerade eben gemerkt, dass nämlich hinter mir, ich habe zugebaut, aber hinter mir war ein Loch in der Decke. Hey. Habe ich nicht gesehen. Du Kacklappen, Alter. Du Kacklappen. Es war dunkel, wie soll ich das sehen? Mach die Augen auf. Augen auf ist gut. Ey, da siehst du... Aua! Oh, scheiße! Ach, fickt euch doch! Ihr dummen Scheißviecher. Ich hasse euch. Ah, ich hab da hinten, ich hab unseren Nussknackerkönig gefunden. Nussknackerkönig. Kollege, Kamerad, erstmal stich. Robert Benninger, das ist besser, auf einmal ist er weg. Ich hab meine Sachen wiedergefunden. Ey, ich hab verrottet Fleisch. Ja, würde ich essen an deiner Stelle. Okay, ja, also ich würde mal sagen, wir laufen jetzt wieder Richtung Fluss, da wo wir angefangen haben. Oh Gott, das weiß ich doch nicht mehr. Aber wobei doch. Einmal mit Profis arbeiten. Du Schof! Oh, ein Enderman. Genau der Richtige hier. Da ist ein Skill, das ist ein... Alter! Oh, leck mir doch die Achseln sauber, ey. Warum? Was? Weil ich hier schon wieder von Tonnen an Skeletten hier im Wald geschossen werde. Ah. Oh. Halleluja. Nein! Ach Mann. So, ich stehe jetzt hier irgendwo am Fluss. Irgendwo ist gut. Irgendwo ist besser als nirgendwo. Ajo. Also, Rikudo und ich, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Dann komme ich da auch gleich hin. Ich sammle nur gerade ein paar Pilze. Aha, so einer bist du also. Interessant. Ja. Wir kennen uns übrigens alle gar nicht so gut. Stimmt. Aber trotzdem beleidigen wir uns. Hey, was soll's? Okay, hier ist auch eine Höhle. Hey, und da drüben siehst du, Max, wenn du mal hier mal rüber guckst, da drüben siehst du so einen kleinen Creeper oder so einen kleinen Zombie hier im Wald. Da siehst du exakt den Kopf drüber rausstehen, wie so eine typische deutsche Rentnerin da dran steht und guckt, was wir hier draußen für. Ja, ich seh's. Ich ruf die Polizei. Das Problem ist, er guckt nach rechts weg. Ach. Ja. Macht schon wie ein weltbekannter Mittelfranke, das jeden Tag macht. Was nach rechts guckt. Das auch, aber vor allem die Polizei rufen. Das ist so ein schönes Rentnerphänomen, das ist herrlich. Der Typ ist nicht mal Rentner, der ist einfach nur bescheuert. Der ist kein Rentner, der ist nur bescheuert. Ja, aber ich will jetzt die Diskussion in die Richtung nicht weiter ausbreiten, sonst werden mir noch Sachen unterstellt, die gar nicht stimmen.
Wo bist du? Okay. Wir stehen hier am Fluss. Nein, wo ist ein Schaf? Das wüsste ich jetzt gerne. Da ist ein Schaf, juhu. So eins sitzt bei dir zu Hause vorm Rechner. Haha, sehr witzig. An dich auch. Ich bin leider nur. Ich sehe, wir verstehen uns. Ja. Oh. Ich bin leider nicht so. Ah, da ist auch der Guardian. Ich würde mal sagen, wir bauen uns einfach da vorne ein, oder? Meinst du hier? Ja, da ist doch ein Berg. Hier haben wir direkt rechts eine Höhle. Hier ist Wald. Ich habe keinen Bock, jetzt da wieder rumzurennen. Und dann verlieren wir uns wieder. Und dann sterben wieder alle. Hui. Ja, dann komme ich da mal hin, irgendwo, wo auch immer ihr seid. Da, irgendwie, wo wir irgendwo. Genau das. Ey, Nena ist cool. Ich höre voll gerne Nena. Ich hab nicht gesagt, dass sie schlecht ist. Ja, das stimmt. Ey, das war meine Workbench! Auf Workbench-Diebstahl gilt der Tod, genauso wie auf Diebstahl von Schafen bei Age of Empires. So, ja, du kriegst ja da. Danke. Genau. Was ist los? Ups, ich muss mal ganz schnell auf Toilette und ich will mich nicht sterben lassen. Achso. Deswegen, bin gleich wieder da. Das lassen wir einmal durchgehen, Mann. Nächstes Mal bist du raus. Nur einmal. Also, kann mir mal einer auf den Kopf hauen? Ich versuche hier gerade aus Erde eine Axt zu bauen. Ich habe ihm auf den Kopf gehauen, nur fürs Protokoll. Ja, okay, also ich mache hier gerade Holzkohle, damit ich mal ein bisschen was braten kann. Ich bin aber jetzt schon beim Ende meiner Folge. Es war eine Menge Chaos und Mord und Totschlag und Sterben und Verlaufen. Ach, nur ein bisschen, ist nicht so schlimm. Ey, ich bin total, ich bin traumatisiert. Ach ja. Bin ich ebenfalls jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja. Das ist dein Problem. Dito. Gut, allerdings würde ich dann jetzt wirklich sagen, seid wie immer herzlich dazu eingeladen, Feedback dazulassen. Ich werde jetzt hier mich ein bisschen ausrüsten und mal gucken, wo ich mich hier einrichte. Irgendwo hier an dieser Klippe, glaube ich. Immer diese Klippengänger. Ja, ich bin wie eine Taube. Ich hau's nur an Klippen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Bowie.